In meiner Heimatstadt Wunsiedel gibt es seit vielen Jahren ein besonderes Projekt, nämlich einmal im Jahr am Vortag zu Johanni werden die Brunnen geschmückt. Man erinnert daran, dass die Brunnen einmal kein Wasser mehr gehabt haben und deshalb werden sie geschmückt. Auch der Brunnen am Dekanat, der Friedensbrunnen heißt, wird meistens mit dem Motto des Kirchentages oder mit der Jahreslosung dann versehen, sodass Menschen auch einfach dann, wenn sie hier vorbeigehen, das sehen. Eine besondere Aktion hat man seit einigen Jahren eingeführt, eine Nacht der offenen Kirchen, in dem dann die Stadtkirche entsprechend vorbereitet wird. Es sind Stationen aufgebaut, wo man danken kann, wo man bitten kann, wo man gesegnet wird, wo man dann ins Gespräch kommen kann und wo man einfach zur Ruhe finden kann. Jedes Jahr kommen etwa 30.000 bis 40.000 Menschen an diesem Tag nach Wunsiedel und dieses Erlebnis nachts in der Kirche ist dann ein besonders starkes und wird von vielen Menschen angenommen. Die Aktion wurde vor einigen Jahren noch verstärkt, indem man Fußspuren durch die Stadt mit weißem Kalk angelegt hat und durch die ganze Stadt geführt hat. Und jeder ist diesen Spuren nachgegangen, wo geht's denn hin? Und alle kamen dann am Kircheneingang zusammen. Vor 2 Jahren wurde es dann nochmal übertroffen, indem man dann die gleichen Spuren mit Händen dargestellt hat. Sozusagen, als ob jemand auf Händen in die Kirche gelaufen ist und viele Menschen sind dem nachgegangen und kamen damit zusätzlich in die Kirche. Ich meine, ein missionarisches Projekt, das unsere Kirche öffnet und sehr deutlich zeigt, dass wir für alle eine offene Tür haben und dass alle willkommen sind und dass alle hier ihr Päckchen abladen können, aber auch ihren Dank abstatten können.